Hallo Freunde, nicht alle Jahre wieder, sondern alle 2 Jahre wieder muss ein Auto zum TÜV. Das musste Oskar jetzt auch wieder. Letztes Mal habe ich euch quasi auch mitgenommen und euch aufgezeigt, was so die Probleme waren. Und dieses Jahr habe ich es genauso gemacht, auf eine etwas elegantere Art und Weise. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Bremsleitung Mitte korrodiert. Erheblicher Mangel. Die Bremsleitungen unten mittig sind korrodiert. Da habe ich mit dem TÜV-Prüfer abgesprochen, dass es in Ordnung ist, wenn ich die einmal ordentlich mache. Und wichtig ist, unsichtbar übersprühen, das heißt mit Wachs oder irgendwelchem Rostschutzmittel, was eben halt nicht irgendwie Unterbodenschutz, mattschwarz oder dem ähnelt, da er das sonst nicht erkennen kann. Hier nochmal sehr gut zu erkennen, die Bremsleitungen, die korrodiert waren, die habe ich abgeschliffen und nur mit Wachs übergesprüht, sodass der TÜV-Prüfer sehen konnte, dass die vollkommen in Ordnung sind. Bremskraftregler sitzt fest. Erheblicher Mangel. Das hier ist der besagte Bremskraftregler, der nicht mehr gängig war. Den habe ich einfach mit WD-40 ein bisschen leichtgängig gemacht. Und danach hat der Bremstest beim TÜV auch gezeigt, dass alles wunderbar ist. Scheibenwischanlage ohne Funktion. Erheblicher Mangel. Begrenzungsleuchte in Klammern Standlicht rechts ohne Funktion. Erheblicher Mangel. Kennzeichenbeleuchtung links einseitig ohne Funktion. Geringer Mangel. Kühlsystem, Kühlmittelbehälter, Decke fehlt. Erheblicher Mangel. Ja, so muss das Ganze letztes Mal ausgesehen haben, als ich mein Kühlwasser aufgefüllt habe. Habe ich den Deckel wohl hier oben hingelegt und habe ihn leider nicht wieder zugemacht. Das heißt, der Fehler geht ganz, ganz klar auf meine Kappe. Den schrauben wir am besten wieder drauf. Und so hat das beim TÜV dann auch alles funktioniert. Schalldämpferanlage, Wärmedämmblech, Befestigung mangelhaft, erheblicher Mangel. Was ihr hier jetzt gerade seht, ist das besagte Blech. Hier vorne sieht man auch ganz schön, wo die Schraube rausgerissen ist. Und die Schraube habe ich auch nicht mehr rausbekommen. Deshalb habe ich einfach eine neue genommen und die hier montiert, sodass das Blech jetzt wieder fest ist und auch für den TÜV-Prüfer in Ordnung war. Längsträger vorn links durchgerostet, erheblicher Mangel. Längsträger vorn rechts durchgerostet, erheblicher Mangel. Schweller links durchgerostet, Innenschweller, erheblicher Mangel. Radhaus vorn links durchgerostet, erheblicher Mangel. Da ich die Rostgeschichte einfach mit Mattes schon durchgearbeitet habe, verlinke ich euch das Video einfach oben mal unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann gerne nochmal vorbeigucken, wie wir das Ganze gemacht haben. Hier habe ich es genauso gemacht und an welchen Stellen zeige ich euch jetzt. Einmal der Längsträger rechts, diese Stelle hier. Ähnliche Stelle auf der linken Seite, Längsträger links. Hier in dem Bereich. Auf der linken Seite ist es quasi komplett der ganze Innenschweller gewesen. Einmal hier eine größere Stelle und hier im vorderen Bereich neben dem Tank auch eine relativ große Stelle. Da muss ich auch auf jeden Fall nochmal beigehen, weil das Ganze wurde jetzt für den TÜV relativ provisorisch gemacht, weil mir einfach aufgefallen ist, dass ich hier im Unterboden und überall an den Seiten hier am Innenschweller noch Probleme habe mit ein bisschen mehr Rost. Das werde ich dann auf jeden Fall definitiv im Winter in Angriff nehmen. So, und zu guter Letzt, der linke Radhauskasten sah genauso aus wie der,
den ich mit Mattes gemacht habe, beziehungsweise noch schlimmer, hier mal ein kleines Bild, nachdem der TÜV-Prüfer dabei war und man konnte im Vorwege nichts sehen, sondern da musste der Stechmeißel her und jetzt verziert ein neues Blech das Teil und ein bisschen unter Bodenschutz natürlich. HU-Untersuchungsergebnis, erhebliche Mängel, Prüfplakette wurde nicht zugestellt. Dahin. HU-Untersuchungsergebnis, ohne festgestellte Mängel, Prüfplakette wurde zugeteilt. Bam! Ja, somit haben wir es mal wieder geschafft. Die nächsten 2 Jahre sind auf jeden Fall gesichert. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, dass mein Bus doch jetzt so doll anfängt zu rosten von unten. Da muss ich definitiv bei im Winter. Das werde ich auch machen. Ob ich das so ausführlich hier auf dem Kanal behandeln werde, weiß ich noch nicht genau, weil ich da einfach nicht der Experte bin und ich möchte keine falschen Tipps geben. Ich möchte einfach nur, dass mein Bus gut aussieht, dass die Bleche ausgetauscht werden, die rosten. Und ansonsten hoffe ich aber, ich konnte euch ein paar Tipps mitgeben. Ein paar Tipps einfach auch mitgeben, dass ihr nicht immer alle Sachen gleich erneuern müsst, sondern eben halt auch, das reicht, wenn man sie gangbar macht oder wenn sie einfach gut aussehen und natürlich das machen, was sie machen sollen. Das ist natürlich logisch. Das darf man nicht vergessen. Bremsleitungen dürfen nicht irgendwie platzen. Der TÜV-Prüfer hat mir eine nette Geschichte dazu erzählt. Und im Endeffekt hat meine Freundin so nett gesagt, vielleicht ist es einfach Schicksal, dass der TÜV-Prüfer einfach mal mit seinem Stechbeil ein bisschen rabiater war mit Oskar, als es vielleicht andere gewesen wären. Und somit wissen wir auf jeden Fall, dass wir ein bisschen was tun müssen an der Karosserie und an den Roststellen. Aber gut, das bleibt eben nicht aus bei so einem T4. Ich denke, ihr wisst es alle, die einen T4 fahren. Und da gehen wir definitiv bei. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben auf die nächsten 2 Jahre. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!